ist, dass Leuna Harze ein Unternehmen ist, was auf einer alten Tradition aufbaut, seit über 20 Jahren jetzt aber neu investiert hat und jetzt schon mit der 6. Investitionsstufe 180 Arbeitsplätze und weitere Ausbildungsplätze geschaffen hat und heute auch versprochen hat, nächstes Jahr geht es weiter. Das heißt, in 2016 und 2017 können wir mit weiteren Investitionsschritten rechnen. Das ist natürlich eine große Freude und zeigt, dieser Standort lebt. Hier wurde eine Härteanlage eröffnet. Das ist ein Produkt, das man braucht im Prozess der Epoxidharze, also letzten Endes in der Verbindung von Harz und Härter, dann ein Material, das für die Glasfaserwerkstoffe benötigt wird, wie man sie im Leichtbau beispielsweise verwendet oder für die Rotoren von Windenergieanlagen. Der Standort ist mit 13 Quadratkilometern der größte Chemiestandort in Deutschland. Und wir leben hier an diesem Standort vom Stoffverbund. Das bedeutet, die Raffinerie im Zentrum als wichtiger Rohstofflieferant bedient dann eine ganze Anzahl von unterschiedlichen Unternehmen, die aus diesem Rohstoffverbund leben und die dann auch miteinander verflochten sind. Und diese Verflechtung, wir nennen das Verbund hier, die macht uns stark und wettbewerbsfähig. Chemie insgesamt ist ein starkes Rückgrat für unsere Volkswirtschaft. Das Chemiedreieck ist neu erstanden nach der Wiedervereinigung. Und die Investitionen, die hier getätigt werden, sind geprägt durch vor allen Dingen Spezialchemie. Das heißt also Produkte, die man nicht irgendwo herstellen kann, sondern konkret mit Innovationen auch verbindet. Zum Beispiel Leuna Harze ist einer der wichtigsten Zulieferer für Enercon, dem großen Windkraftanlagenhersteller in Magdeburg. Daran merkt man, dass sich die klassische Chemie als Spezialchemie mit den erneuerbaren Energien in unserem Land Sachsen-Anhalt verbinden lässt und damit also auch eine gute tragfähige Basis für die Zukunft darstellt.